Willkommen zurück zu einem neuen Video von Hannover Defenders. Recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen heute den Chris, den 31 Tonnen, auf der Karte Ruinenberg mit dem 1357 oder auch Nähmaschine genannt, weil es ist, glaube ich, auch aktuell immer noch der Panzer mit der schnellsten Schussfrequenz. 10 Schuss im Magazin. Macht nicht sonderlich viel Schaden, aber sehr schnell. Und hier als ja, Top-Tier kann man schon sagen, sind wir gespannt, was er uns da zu bieten hat. Ja, die Karte, also er macht das hier, finde ich, total gut. Ich wäre wahrscheinlich schon wieder vorgeprescht, aber auf der 8-9er Linie hinten, also ganz unten im Süden, da stehen oft noch die TDs. Jetzt macht der Gegner ihr Spotting Damage, hat er da nicht bekommen. Schade eigentlich. Also da einfach nur rüberfahren wäre ja nicht so klug. Ich mache das des Öfteren, lasse ich mich dann doch verleiten und denke so, ach komm, da ist gar nicht so viel. Die sind alle in der Stadt und pitch, patsch, putsch hat man dann doch vom Jäger, ist man dann lahmgelegt oder dann kann dem Team gar nicht mehr dienlich sein. Von daher finde ich, macht er das hier echt gut. Bisschen Geduld haben und im richtigen Moment rausfahren. So, das war aber nun mal dein Spotting Damage. Aber nun bist du auch offen. Wenn das Fadenkreuz mit der Schussrichtung nicht übereinstimmt, dann liegt das einfach dahin, dass ich manchmal also hin und her geswitcht bin zwischen seiner Innenansicht und der Außenansicht und dann zählt ja das, was ich sehe und von daher ist das nicht immer ganz, stimmt das nicht so ganz überein, aber er hat schon richtig geschossen. Hier zum Beispiel, ich gucke geradeaus weiter, obwohl er mit dem Geschütz schon auf dem Gegner ist. Ja, auch hier relativ viel Geduld, ne? Man sieht keinen Gegner. Und auch hier, ja, ich würde dazu neigen, dann doch lieber nach vorne, also auf die 9er Linie zu fahren, entlang zu fahren. Aber er verlegt seinen Panzer jetzt in die City, um da zu unterstützen. Auch sehr, ja, schöner Spielzug. Ja, das lange Einzoomen, da, wenn da nur so ein Zuppel rausguckt, ist natürlich eine schöne Sache. Und das ist dann halt der Vorteil. 10 Schuss, relativ zügig nachgeladen. Und der, ja, ist halt auch relativ schnell unterwegs mit dem AMX. Ich glaube, den gab es mal auf irgendeiner Gamescom oder zu einem Geburtstag. Konnte man ihn sich, glaube ich, erspielen, beziehungsweise später auch für kurze Zeit kaufen. So, hier kommt eine Szene, wo ich sage, klar, da sind natürlich, ne, guckt es euch an, jeder Schuss, Pi mal Daumen 90, davon 10 Stück, macht richtig Schaden. Und ein weiterer Vorteil, egal welcher Autoloader, wenn da nur noch so 2, 3 über sind mit wenig Strukturpunkte und die dann ruckzuck aus dem Spiel zu nehmen, von daher ist der natürlich richtig gut. Allerdings hier auch als Top-Tier, das ist, wenn gleiches Tier oder sogar höher, da mal kurz irgendeinen beim Vorbeifahren mal mitgenommen. Auch da wäre ich wahrscheinlich erst auf den Gegner hier, ich kann es leider nicht erkennen, der hinter der Hauswand steht, zuerst gefahren, aber er hat das komplett richtig gemacht, hat seinem Teamkameraden da geholfen, die Kanone aus dem Spiel zu nehmen und hier auch zack, zack, zack. Ne, also das macht dann schon sehr effektiv. Ja. Das war doch schon ganz gut. Ja, hier nochmal kurz verlegen. Und dann auch hier als Top-Tier ist doch hervorragend, einwandfrei.
Genau, nicht näher ranfahren, einfach Fernschuss. Da werden sich die Teammates noch drum kümmern. Krieger hast du schon. Und von daher alles richtig gemacht. Der kleine Racker. Also er macht schon Spaß. Also ich habe ihn auch und er ist schon gar nicht schlecht. Ja, Chrissy, hast du toll gemacht. Krieger ist dir sicher. Ihr seht hier gleich noch die Gefechtsergebnisse. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Wenn es euch nicht gefallen hat, ein Dislike. Vielleicht den ein oder anderen Kommentar. Da würden wir uns drüber freuen. Und ansonsten sage ich Tschüss, euer Terrorzwerg.